Ich hoffe, für die Dinger hatten sie früher mal Kissen. Wie schön. Der gesamte Innenhof ist nach oben offen. Eine dicke Schraube, die an einem starken Drahtseil befestigt ist. Ein starkes Drahtseil, das an irgendetwas sehr Schwerem auf der anderen Seite dieser Mauer hängt. Vielleicht versuche ich es mal hiermit. Oder damit. Nein, tut mir leid, ich schaff's nicht. In die Richtung kann ich nicht. Die zwei Mönche würden mich sehen. In die Richtung kann ich nicht. Die zwei Mönche würden mich sehen. Eine dicke Schraube, die an einem starken Drahtseil befestigt ist. Die Schraube ist etwas rostig. Wenn ich sie jetzt löse, ruft der Lärm die anderen Mönche auf den Plan. Okay, jetzt muss ich bloß was finden, womit man das aufkriegt. Jetzt dürfte sie nicht mehr allzu viel Krach machen. Bist du es wirklich? Oh, ich danke dir. Dieses tickende Ding da neben mir hat mich halb wahnsinnig gemacht. Keine Sorge, jetzt hast du es überstanden. Komm, nichts wie raus hier. Vergiss es. Die Sache hat zu vielen Leuten das Leben gekostet, als dass wir jetzt einfach abhauen dürfen, ohne die Wahrheit aufzudecken. Ich will endlich wissen, wozu dieses Medaillon gut ist, verdammt nochmal. Aber... Kein Aber. Ich habe sie über das Imago Sanctissimus reden hören und sie sagten was von einem geheimen Raum unter der Erde. Hier muss es doch irgendwo einen Durchgang dorthin geben. Also gut, ein bisschen Zeit haben wir noch. Und ich glaube, ich habe einigen von diesen Besessenen die Kampfeslust für eine Weile ausgetrieben. Komm! Die sind bewusstlos. Oder sogar tot. Ich sehe lieber gar nicht erst nach. Diese Verzierung in der Mitte des Hofes sieht aus wie ein Wasserabfluss oder sowas. Diese Verzierung in der Mitte des Hofes sieht aus wie ein Wasserabfluss oder sowas. Mal lieber nicht.
Sorry, ich habe mein Schweizer Messer zu Hause gelassen. Diese Verzierung in der Mitte des Hofes sieht aus wie ein Wasser. Ist wohl keine so gute Idee. Sorry, ich habe mein Schweizer Messer zu Hause gelassen. Diese Verzierung in der Mitte des Hofes sieht aus wie ein Wasserabfluss oder sowas. Ich glaube nicht, dass sie zusammenpassen. Nein, danke, das lasse ich lieber. Ist wohl keine so gute Idee. Also warum in aller Welt würde jemand hier ein Loch hinmachen? Perfekt. Passt exakt in das Loch. Bei solchen Geschichten kommt eigentlich immer irgendein Medaillon vor.
Diese beiden knienden Skelette, wollen sie den Besucher begrüßen oder warnen? Ich bin sicher, das große verschlossene Tor hat irgendwas mit dem seltsamen Brunnen zu tun. Ich glaube, das ist eine Art Brunnen. Da ist irgendein seltsames Loch. Ich hoffe, das ist das letzte Templerrätsel. Langsam geht mir das alles ein bisschen auf den Geist. Ach du dicker Kater. Sie sind doch Kardinal Gregorio. So überrascht, Mr. Dante? Würden Sie mir jetzt das Medaillon aushändigen, wenn ich bitten dürfte? Nein, Sie dürfen keineswegs. Sagen Sie, ist dieses kleine Medaillon das Blut all dieser Menschen wert? Sie dreckiger Mistkerl, ich könnte Sie wirklich... Na na, junger Mann. Sie werden doch keinen Geistlichen angreifen, noch dazu einen alten Mann. Sie wagen es sich, einen Geistlichen zu nennen? Sie haben den Vatikan hinters Licht geführt. Sie haben eine grausame, skrupellose Sekte wieder aufleben lassen. Sie haben Morde begangen. Und dabei ging es Ihnen nur um Reichtum und Macht. Ah, Miss McCandle, glauben Sie immer noch an das Gute im Menschen? Zu traurig, dass ich Ihrem Vater die Nachricht von Ihrem Tod überbringen muss. Ich kenne ihn seit Jahren und habe ihn stets für seine menschliche Art bewundert. So, wenn ich jetzt bitten dürfte... Sagen Sie mir, Kardinal, warum haben Sie mich nach Miami bestellt für das Interview, statt mich einfach bei mir zu Hause zu kassieren? Immer ganz der Journalist, Mr. Dante. Stellt nur Fragen, wenn er dem Tod ins Auge blickt. Ganz besonders dann, wenn ich dem Tod ins Auge blicke. Ich habe mich um den bestmöglichen Plan bemüht, aber unglücklicherweise hat der Tod Ihres Onkels ihn durchkreuzt. Verstehen Sie? Meine Leute haben Frank Dante nicht getötet. Ihr Onkel wurde von einem kleinen Kriminellen ermordet, während er einem meiner Jünger auf der Spur war. Sagen wir mal so... Es war ein tragischer Unglücksfall. Oder vielleicht göttliche Intervention? Anscheinend haben Sie Frank viel besser gekannt als ich. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Es war Frank, der die Bedeutung des Imago Sanctissimus entdeckte, zusammen mit handfesten Beweisen, dass das Medaillon wirklich existierte. Er fand heraus, dass das Medaillon aus den 30 Silberlingen geschmiedet worden war, die Judas für den Verrat an Jesus Christus erhalten hatte. Und er begriff, welche Kraft darin ruhte. Eine Matrix sämtlicher Lebensformen des gesamten Universums. Als hätte Jesus Christus das Symbol seines Verrats in etwas ganz und gar Kostbares verwandeln wollen. Der arme Frank hat allerdings nie herausgefunden, wer der Verräter im Vatikanischen Geheimdienst war. Sicher hat er mich verdächtigt, besonders nachdem er mich beim Durchwühlen der Unterlagen über das Geheimnis des Imago Sanctissimus ertappt hatte. Aber er hatte nie Beweise, die stichhaltig genug waren, dem Papst vorgelegt zu werden. Und jetzt ist er tot. Er starb, um dieses Siegel zu schützen. Und ist dies Geheimnis so kostbar, dass es all das Blut rechtfertigt, was in seinem Namen vergossen wurde? Meine Liebe, wie Sie die menschliche Geschichte eigentlich gelehrt haben müsste, sind die einzigen Dinge, nach denen die Menschheit wirklich strebt, Reichtum und Macht. Nichts weiter. Religion, die Kirche, Politik, nichts als Deckmäntel, um die Wahrheit zu verschleiern. Die Gier des Menschen. Meine Sekte hat das alles jahrhundertelang studiert. Und ich bin das letzte Glied in der Kette. Ich bin derjenige, der endlich die Antwort finden und die Kirche, wie wir sie heute kennen, in die Knie zwingen wird. Tausende Jahre lang haben sie uns belogen, in dem Wissen, dass das, was hinter dem Sinn des Lebens steckt, zur Zerstörung der alten ketzerischen Kirche führt und der Geburt einer neuen, einer... die auf der absoluten Wahrheit fußt und... Und auf Blut und Tod, um Männer wie Sie noch reicher zu machen. Für die Kirche ist schon immer Blut geflossen. Und sie hat Männer wie mich schon immer reich gemacht. Außerdem macht das für Sie und Ihre Freundin keinen Unterschied, Mr. Dante. Sie sind beide so gut wie tot. Also, wenn ich jetzt bitten dürfte...
Aber das Medaillon. Wir müssen es uns zurückholen. Es enthält das Geheimnis des Lebens. Siehst du das denn nicht? Nein, ich glaube nicht, dass du oder ich das begreifen würden. Niemand würde verstehen. Wenn wir das Leben wirklich verstehen wollen, müssen wir lernen, uns umzusehen. In uns hineinzuschauen. Vielleicht lag der wahre Sinn des Imago Sanctissimus ja darin, Menschen wie Kardinal Gregorio aufzuhalten. Wie viele Jahrhunderte sind vergangen? Und dennoch brennt meine Hand wie an dem Tag, als Christus von den Toten auferstand. Judas. Du bist gekommen. Endlich. Mein liebster Jünger, deine Arbeit ist endlich getan. Am Ende hat sich die Menschheit als unwürdig erwiesen zu erfahren, wie kostbar die Botschaft in dem Medaillon war, das Petrus aus den 30 Silberlingen schmiedete. Die Menschheit hatte die Möglichkeit zu wählen. Und sie hat gewählt. Lange Zeit hast du ausgeharrt. Jetzt endlich ist der Moment gekommen, dich zu mir zu holen. Dein Wille geschehe. Jetzt und immer da. Oh,